bin ich bei dem grünen Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer. Wow! Herr Palmer, herzlichen Dank, dass Sie uns empfangen. Was hat Sie zuletzt so richtig genervt? Oh ja, das kommt jeden Tag vor. In der Regel ist es die Sache, dass man irgendeinen Auftrag erteilt hat. Dann hat man eine Weile nicht danach geguckt. Und dann kriegt man die Rückmeldung, haben wir jetzt doch ganz anders gemacht. Oder ist einfach nicht passiert. Ja. Und dann merkt man wieder, hätte ich mir einfach auf die Wiedervorlage nehmen müssen und nicht darauf verlassen, dass es läuft. Und schreien Sie dann im Büro? Nein, was? Was soll man da schreien? Das macht es ja nicht besser. Ja. Geht ja nur um die eigene Disziplin. Wenn ich die Wiedervorlage gemacht hätte, wäre es ja nicht passiert. Und wie reagieren die Leute auf Sie? Sie sind ja ein lockerer Typ, so von der Anmutung her, jemand, mit dem man ganz gut zurechtkommt und jemand versäumt einen Auftrag. Wie schauen Sie dann streng oder wie muss man sich das vorstellen? Boris Palmer ist unzufrieden. In erster Linie lasse ich mir erklären, warum es so gelaufen ist und sage dann, naja, also war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, versuchen wir es nächstes Mal besser. Was würde Ihre Frau an Ihnen kritisieren? Viel, aber das sage ich doch nicht vor der Kamera. Okay, das Harmloseste vielleicht. Wieder mal nicht abgespült. Aha, ist das nicht Ihre Stärke, abspülen? Ja, ich bin der Meinung, dass man das Glas auch nochmal benutzen kann. Ja, ja. Verstehe. Was dann lasse ich es stehen. Was würden Ihre Freunde an Ihnen kritisieren? Also in jüngster Zeit haben meine Freunde vor allem kritisiert, dass ich mich in einer Weise über das Flüchtlingsthema geäußert habe, dass es aus ihrer Sicht zu viel Freiraum für Fehlinterpretationen gibt. Also die Tatsache, die ja nicht zu leugnen ist, dass immer wieder AfD-Politiker Bezug auf mich nehmen. Das gefällt mir auch nicht. Ja. Das kritisieren die. Ja, die AfD-Politiker fühlen sich natürlich in gewisser Hinsicht bestätigt, weil ihre Aussagen ungefähr deckungsgleich sind mit dem, was die so immer gesagt haben. Das ist natürlich falsch. Aha. Ja, ja, weshalb? Der Eindruck, den Sie da schildern, ist das Problem. Ja. Aber es macht einen großen Unterschied, ob jemand sagt, wie ich das getan habe. Wir sind über der Grenze des Leistbaren hinaus. Ich würde sagen, wir sollten 500.000 direkt zu uns holen, aber nicht weiterhin ungesteuert, ungeregelt, unkontrolliert, ohne irgendeine Entscheidung zu treffen, einfach alle kommen lassen, die den Weg zu uns finden. Ja. Ich habe das von der AfD noch nie gehört, den ersten Teil. Die wollen immer nur die Grenzen zumachen. Mhm. Ich habe das verbunden mit der Aussage, wir müssen helfen, aber in einer organisierten Weise. Und das finde ich schon ziemlich stark unterscheidbar. Ja, das ist unterscheidbar, aber in gewisser Hinsicht sehr stark unterschieden, habe ich den Eindruck, von dem, was viele Grüne, die Position, die viele Grüne, zu denen Sie ja auch gehören, vertreten, nämlich Refugees Welcome. Ja, das stimmt auch. Ich habe auch nicht bestritten, dass ich mich von dem Mainstream meiner Partei unterscheide. Ja. Ich bestreite nur, dass ich dasselbe sage wie die AfD. Dazwischen gibt es ja noch eine dritte Möglichkeit. Wenn es um Einwanderung geht und da ist jeder Mensch, der zu uns kommt, ein Geschenk, dann muss die organisiert sein. Und was natürlich in diesem Sinne kein Geschenk ist, sind Menschen, die weder von ihrer Schulbildung her, noch von ihrem Lebenslauf, von ihrer sozialen Kompetenz, von ihrer kulturellen Herkunft auf absehbare Zeit in der Lage sein werden, einen Beitrag zu unserer Volkswirtschaft zu leisten, sondern für die ist es dann ein Geschenk, unsere Hilfe zu bekommen. Auch wichtig, aber es sind halt zwei verschiedene Blickwinkel und beide sind berechtigt. Natürlich ist der Diskurs, ich würde sagen, blockiert. Es ist nicht ohne weiteres möglich, diese Themen anzusprechen im öffentlichen Raum, ohne sofort in eine ganz merkwürdige Schwarz-Weiß-Logik hineinzugeraten. Also entweder ist man Nazi oder Willkommenseuphoriker. Und die allerwenigsten sind es. Ja, ja. Die meisten sind weder Nazi noch Willkommenseuphoriker. Und ich verstehe eigentlich meine öffentlichen Beiträge genau so, dass ich dafür werbe, zu sagen, innerhalb unserer Verfassung gibt es da sehr verschiedene Antworten auf diese Herausforderung und die muss man miteinander reden können, ohne dass man sich gegenseitig herabsetzt. Aber haben Sie eine Erklärung, also jetzt vielleicht psychologisch? Das habe ich im letzten Herbst erlebt. Das war die Zeit der Teddybären und der Willkommenskerzen in den Bahnhöfen. Dafür gibt es Erklärungen. Heinrich August Winkler, ein von mir sehr geschätzter Historiker, hat die Verbindung zur Nazizeit hergestellt. Ich halte es für plausibel. Das ist gewissermaßen die Freude darüber, dass Deutschland erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg von allen anderen Nationen der Welt bestaunt wird wegen seiner Großzügigkeit. Und darüber kann man sich ja freuen. Das ist eine Form der Anerkennung und da kann man auch mal euphorisch sein. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Und dann ist auch dann quasi die nächste Regung, falls einem jemand in die Suppe spucken will, in dieser Freude, dass man sich gegen den wehrt. Ja, da kommt dann noch was Zweites hinzu. Also neben diesem historischen Aspekt ist es, glaube ich, ein sehr viel jüngerer historischer Aspekt, denn die Bilder, die haben ja doch große Ähnlichkeit mit der Maueröffnung von 1989, 90,
gleiche Route, Ungarn, ne? Also da kommt viel zusammen und man nimmt die Leute in Empfang, die zu einem kommen. Also ich glaube, es ist eher so etwas wie, jetzt verderben die mir die Freude an dem, was ich da erlebe. Und außerdem ist es ja noch offensichtlich erstmal was Gutes. Das steht schon in der Bibel, dass man dem Fremden helfen soll und dem Armen. Und das tun wir jetzt. Und dann soll ich mich dafür noch kritisieren lassen. Da wird man erstmal übellaunig. Ich kann das schon verstehen. Haben Sie denn so viel Ärger mit den Grünen, dass Sie eigentlich gar keiner mehr sind? Na, Quatsch. Nein. Nein. Ja, also Sie sind mit voller Überzeugung ein Grüner, obwohl Sie jetzt in der Ecke stehen, sozusagen. Obwohl manche, das sind ja auch nicht alle, versuchen mich in die Ecke zu stellen, aber ich gehe da gar nicht rein in die Ecke. Ja. Was glauben Sie, wie wird die Sache ausgehen? Wird das weitergehen? Diese momentanen Situation? Na gut, also im Moment ist es ja recht ruhig. Also wenn man die aktuellen Flüchtlingszahlen hochrechnet, dann kommt man noch auf einen Jahreswert von 100.000, 150.000. Das hat Deutschland viele Jahre problemlos bewältigt. Also wenn es so bleibt, dann war das eine Kurzzeitkrise. Aha. Und es wird das Thema, so wie es früher auch schon behandelt worden ist, gar nicht mehr so viele in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit erregen. Aber ob das so bleibt, weiß ich natürlich auch nicht. Es kann genauso gut sein, dass die Flüchtlingszahlen wieder stark ansteigen. Ich glaube, dass es in Deutschland zu Recht eine verstärkte Sensibilität gegenüber Rechtsradikalismus gibt. Weil der Linksradikalismus in Deutschland es halt noch nicht geschafft hat, halb Europa anzuzünden. Ich interpretiere es so, kann falsch sein, dass ein Muster aus der Vergangenheit auf eine veränderte Situation angewandt wird, wo es nicht mehr passt. Und in der Vergangenheit war das Muster ganz zu Recht. Es gibt einen demokratischen Grundkonsens, eigentlich ein westdeutscher Grundkonsens. Wir geben Antifaschisten keinen Platz in unserer Gesellschaft. Und wenn man dann die Definition Faschist weit ausdehnt, dann ist dann plötzlich Boris Palmer auch mit drin. Fast, ja, für manche sogar das. Aber jedenfalls rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben. Ja. Und dazu gehörte auch, und das haben alle miteinander gemacht, jeder, der es wagt, darüber rauszugehen, der wird geächtet. Ja. Sozusagen eingeübtes Muster nach rechts wird geächtet. Ja. Und das finde ich auch richtig, und das war sicher in der Nachkriegszeit die richtige Reaktion, weil es gab viele, die man nur noch so behandeln konnte, da waren halt viel zu viele Altnazis dabei, denen man außer gesellschaftlicher Ächtung nicht mehr beikommen konnte. Im Moment ist alles brüchig, alles unsicher. Der Euro, der Brexit, die Flüchtlingsfrage, die wirtschaftliche Stagnation. Europa hat eine Riesenzahl von Problemen und so richtig weiß keiner, wie man da rauskommt. Wie gehen Sie persönlich damit um? Also oft habe ich deswegen schlechte Laune. Oft frage ich mich, in welcher Welt wird die nächste Generation leben. Oft ärgere ich mich und sage den Leuten, schaut euch das mal an, was das bewirkt. Ja, also wie sieht das dann aus, wenn Boris Palmer mal richtig frei hat? Dann sitze ich mir aufs Fahrrad und verschwinde in den Bergen. Inkognito. Ja, das geht nicht, aber auf dem Fahrrad hat man ja meistens niemand dabei. Genau. Gut, sehr herzlichen Dank, Herr Palmer, das war sehr nett. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Zeit.